Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute schauen wir mal in den Cult Beauty Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also der soll einen Wert von 1100 Euro haben. Ich bin sehr gespannt, aber erfahrungsgemäß ist es krass, was hier drin ist. Er ist auch noch verfügbar, was vielleicht daran liegt, dass das Ding einfach mal 265 Euro kostet. Wow, also ja, da muss ordentlich was drin sein. Es ist aber auch sehr, sehr schwer, deswegen gehe ich davon aus, dass es ordentlich auch sein wird. Es sieht optisch jetzt nicht so hundertprozentig weihnachtlich aus, weil das eher so blumig aussieht, aber ich finde es eigentlich ganz hübsch. Auch von innen jetzt nicht so super, ne, festlich. Der ist super zum Wiederbefüllen, weil der schön groß ist und weil er auch Schubladen drin hat. In der Nummer 1 befindet sich ein Glowy Super Gel, ein Dio Illuminating Fluid mit 30 ml von Saye. Oder Saye? Saye? Also, ja, so heißt die Marke. Starglow. Okay, das ist dann auch tatsächlich in einer bestimmten Farbe. Ist das vielleicht ein Primer? Das wäre natürlich ziemlich cool. Ich meine, die Marke auch auf Cult Beauty gesehen zu haben. Achso, man kann sich den Adventskalender übrigens auch echt easy peasy zollfrei nach Hause schicken lassen. Das ist so meine Erfahrung. War es auch jedes Jahr, ne? Und das scheint wirklich, ich möchte das ausprobieren. Okay, so schaut das Produkt aus. Und dann verreiben wir das Ganze einmal. Ist eher auf Wasserbasis und hinterlässt einen schönen, wow, einen krassen Glow. Das wird als Primer, glaube ich, ganz gut funktionieren. Also auch gar nicht so grob, ne, sondern eher so Perlglanz. Sehr schön. Am 2. Dezember haben wir etwas gut Eingepacktes. Und das duftet, yo, das müsste von Jo Malone sein, ne? Jo Loves Roasted Chestnuts. Das passt zu Weihnachten. Tolles Produkt im zweiten Kläppchen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt immer noch nicht, 70 Gramm, wieso die Adventssonntage liegen. Aber das, ne, könnte ganz gut eine Anspielung sein. Riecht immens gut, aber auch sehr, sehr unisex. Ich mag das gerne. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier haben wir Pflege von Medicaid am Start. Crystal Retinal Ceramide Eye 3. Also das sind 15 ml mit einer Augencreme, wo du wohl sowohl Retinol bzw. Retinal als auch Ceramide drin haben wirst. Würde ich persönlich empfehlen, eher abends anzuwenden, wegen dem Retinol. Ne? Und ja, haben wir in so einer Tube drin. Medicaid ist sackenteuer. Deswegen freue ich mich drüber. Finde ich auch sehr, sehr passend, weil ja die ganze Weihnachtszeit oder halt die kalte Jahreszeit für mich auch so für Retinol, chemische Peelings und sowas steht. Das passt. Hier haben wir die Nummer 4. Kinship. Also ich weiß nicht, ich glaube, das scheint irgendwie auch relativ in zu sein, die Marke dann so über die Ecke zu schreiben. Supermelt Vegan Lip Jelly Mask mit 10 ml, also eine Lippenmaske. Das ist für mich so für abends, wenn ich ins Bett gehe, etwas. Lip-Lip-Hooray. Oder stelle ich mir dann ans Bett, ne? Und abends, bevor ich dann die Augen zumache, kommt es dann auf die Lippen. Und hier ist auch wieder ein Tübchen drin enthalten. Also ich kenne die Marke nicht, Kinship, sagt mir gar nichts. Und es ist vegan und das sind 10 ml. Und sowas finde ich aber auch sehr passend in einem Adventskalender, weil da findet man halt sehr häufig feuchtigkeitsspendende Produkte, Sachen, die halt so auch für die Lippenpflege sind, für die Haarpflege, für die Handpflege und deswegen, das passt. Die Nummer 5 ist sehr, sehr groß. Ich muss mir nochmal Felix, hier Weihnachtsbriefe von Felix durchlesen, wie das jetzt nochmal aussieht, wer wann, wo, wie Weihnachten und Nikolaus feiert. Auf jeden Fall ist es für uns hier in Deutschland ja der Tag vor Nikolaus und da ist ein Nahrungsergänzungsmittel drin, Hair Gain, Hair Gummies. Also ich persönlich mag es ehrlich gesagt einfach nicht. 60 Stück sind hier drin, wenn wir sowas, da hinten buddelt mein Hund, wenn wir Nahrungsergänzungsmittel in Adventskalendern drin haben. Sammy, was machst du denn da? So ein Vogel. Naja, aber ne, das soll ja auch in dem Sinne schönere Haare machen mit Niacin und Biotin und Zink und Rampampam. Ja. Ich meine aber, dass man online halt sehen konnte, was im Adventskalender drin ist. Ich habe mir das Bild nicht angeguckt, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Nikolaus Huda Beauty, ein Cheek Tint, ein Blush Stick mit 5 Gramm. Ja, feine Sache. Huda Beauty haben wir doch gern in Adventskalendern, ne? Ist die Farbe Coral Cutie. Und den, also sowas habe ich noch nicht von Huda Beauty. Ich glaube, das ist sogar ein relativ neues Produkt, oder? Finde ich sehr ansprechend. Ja, Korallfarben. Hat auch so einen Schimmer mit drin. Ich habe jetzt hier schon den... Ist egal, auf Primer machst du es ja sowieso, ne? Dann swatche ich das mal. Also wirklich etwas dezenter. Vor allem, wenn ich das jetzt verblende, verblendet sich das wirklich auch in einen sehr, sehr dezenten Blush. Also Leute, die vielleicht einen Tick
dunkler sind als ich, haben schon, glaube ich, mal Probleme, ne, den zu verwenden. Jo, ich habe ihn jetzt da, ich werde ihn mal ausprobieren. Und Verpackung fühlt sich toll an, es ist irgendwie auch ein ansprechendes Produkt, aber es ist schon sehr hell. Weniger kritisch sein, Claudie. Okay, von der Firma Supergoop haben wir im siebten Schublädchen, ein anziehend Sunscreen. Das ist, glaube ich, jedes Jahr mit dabei, Lichtschutzfaktor 30, 15 Milliliter. Das ist so ein Lichtschutzfaktor, der so ein bisschen auf Silikonbasis ist. Und ich hatte letztens auch mal unter einem Adventskalender-Unboxing einen Kommentar bekommen, hä, wieso? Lichtschutzfaktor ist doch voll gut im Winter, weil super viele doch auch so Skifahren und so weiter. Stimmt, volle Helle. Also von daher macht das vollkommen Sinn. Finde ich gut. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, weil Mr. Wow, als Sammy da Geburtstag hat und weil sich halt auch das reimt, Summer Friday CC Me Serum Brighten, 30 Milliliter. Ich glaube, das ist teuer, oder? Sunday Riley war das und nicht Summer Friday. Wobei, also ich kenne die Marke dann in dem Sinne nicht, ne? Und ja, so eine Full Size von einem Vitamin C Serum finde ich klasse. Passt tatsächlich auch in der Kombination mit Lichtschutzfaktor immer sehr gut. Fühlt sich sehr, sehr hochwertig und sehr schwer an und Vitamin C liebt meine Haut. Ein ganz toller Wirkstoff und ja, bringt Strahlkraft, mindert Pigmentflecken, hält einfach generell so ein bisschen auf. Sollte man aber nicht so unbedingt in Kombination mit chemischen Peelings verwenden. In der Nummer 9 dürfen wir uns über zwei Produkte freuen. Einmal habe ich hier in einer sehr kleinen Größe mit 3 Milliliter von Dr. Barbara Sturm ein Hyaluronserum, Hyaluronic Serum. Yo, 3 Milliliter, Leute, das ist echt super wenig. Kann man machen. Wirklich zum absoluten Ausprobieren, das ist dann was, ne? Aber gut, es ist eine super hochpreisige Marke, gerade im englischsprachigen Raum ist diese Marke auch super, super, super beliebt. Also kann ich mir vorstellen, dass es auch echt gut ankommt, dass es hier im Adventskalender mit drin ist. Ich persönlich finde in einem so teuren Adventskalender Proben, ne? Ist eher so eine Probegröße, nicht so angebracht. Aber gut, immerhin haben wir dann was von Dr. Barbara Sturm mit dabei. Und noch ein weiteres Produkt, und zwar ist das ein Paula's Choice Clear Pore Normalizing Cleanser, 30 Milliliter. Ach, das ist schön. Cleanser mag ich gerne, zweiter Schritt vom Double Cleansing bei mir. Und das als zweites Produkt hier drin macht auf jeden Fall Sinn. Mit einem weiteren Doktor darf es in der Nummer 10 weitergehen. Dr. Levy aus Switzerland, also aus der Schweiz. Eine R3 Cell Matrix Mask, die soll restaurieren, restrukturieren und replenish. Das weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet. Eine Gesichts- und Augenmaske, finde ich gut. Wow, 50 Milliliter und ich glaube, das ist ein sehr hochpreisiges Produkt und deswegen 1A in diesem Adventskalender aufgehoben. Finde ich gut, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren und euch dann mal was dazu berichten können, denn morgens verwende ich ja gerne so Crememasken, während ich meine Zähne putze und so, ne? Und deswegen, wie lange lässt du die drauf? 20 Minuten, das ist wirklich lang, ne? Aber gut. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, enthält von Bare Minerals ein Produkt und zwar Mineralist Lip Gloss Balm. 4 Milliliter sind hier drin und wir haben die Farbe Heart, was auch zur Weihnachtszeit passt, weil das ist ja so die, das Fest der Liebe, die Zeit der Liebe. Alles ist rosa-rot und alle haben sich lieb und das ist eine wundervolle Farbe. Sieht richtig schön aus. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich von diesen Farben super viele da habe. Deswegen wird das auch nicht bei mir bleiben, sondern demnächst mal verlost werden, also in der Verlosung landen, ne? Und ja, finde ich aber als Produkt in diesem Adventskalender richtig gut, weil das auch eine sehr gefällige Farbe ist. Am 12. Dezember haben wir ein Produkt von einer Marke drin, die ich nicht kenne, von Heirloom oder Heirloom. Copa Dew All Over Nourishing Oil mit weißem Tee und Zedernholz. Das sind... und Hagebuttenöl. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. All over. Also würde ich tatsächlich denken, dass die meinen, dass man das von Kopf bis Fuß verwenden kann. Ja, von Kopf bis Fuß. From head to toe steht hier tatsächlich drauf. Okay, ja, finde ich interessant. Ich mag gerne Öle, verwende ich super gerne an meinen Oberschenkeln, also quasi von Knie bis Hüfte. Das funktioniert bei mir sehr, sehr gut gegen Dehnungsfugen. Gegen Schwangerschaftsstreifen, die durch Wachstum entstanden sind, ne? Oder auch gegen Zellulite zum Beispiel, weil ich damit die Haut halt richtig schön nähre. Für die Haare ist es mir meistens ein bisschen zu schwer und ja, fürs Gesicht meistens auch. Huch! Zur Halbzeit haben wir hier 3 Produkte im Kläppchen. Das ist hier der Wahnsinn. Die Nummer 13 enthält Philip Kingsley den Elasticizer Therapies Bluebell Woods. Aha, ein Deep Conditioning Treatment, 75 Milliliter, also ein Haarpflegeprodukt, was ich dann tatsächlich auch als Conditioner verwenden würde. Du lässt es aber wirklich 10 bis 20 Minuten drauf. Das ist krass. Das ist halt immer sehr, sehr lang, ne? Mit einer Duschkappe, ja, also weiß ich nicht, was man dann in der Zeit macht. Man ist dann ja meistens nackig oder wenn du halt irgendwie in der Badewanne sitzt. Ich glaube, dann könnte das ganz funktional sein. Dann habe ich von Happy Endings Hair
von Hair by Sam McKnight. Happy Endings, ein Nourishing Balm, also ein nährender Balsam für die Haare, 30 Milliliter. Das dürfte dann so ein Leave-In sein, was du dir so in die Haarspitzen reinmachst, damit das Ganze etwas genährter ist und nicht so furztrocken ist. Ne? Was auch ganz gut ist, weil Dezember, Heizungszeit, kalte Jahreszeit, Heizungszeit, dann ist alles echt trocken. Und dann habe ich hier noch als drittes Produkt von Amika was drin, das Hydro Rush Intense Moisture Leave-In Conditioner Produkt mit 30 Millilitern. Das ist dann für die Längen und Spitzen geeignet und sorgt meistens dann für Feuchtigkeit, für mehr Kennbarkeit und für Pflege. Am 14. Dezember haben wir ein weiteres Haarprodukt drin, was es nicht in die 13 geschafft hat. Das möchte alleine präsentiert werden, und zwar von Olaplex. Ist das Nummer 3 Hair Perfector, Repairs and Strengthens All Hair Types, 30 Milliliter. Ich traue mich nicht an Olaplex ran, das sage ich immer wieder, weil ich einfach auch super viel durcheinander verwende und dann Angst habe, dass ich irgendwas falsch mache. Man hört immer wieder, auf das musst du achten, auf das musst du achten. Habe ich ein bisschen Angst vor, dass mir irgendwann die Haare abbrechen oder so. Deswegen lasse ich da einfach die Finger von. Aber ich glaube, dass viele auf Olaplex einfach schwören. Ne? 2 bis 3 Mal pro Woche und 10 Minuten lässt du es drin, dann läuft das. Ein sehr schweres Produkt versteckt sich in dem Kläppchen Nummer 15. The Seated Queen Cold Cream Evening Cleanser, eine Nachtmaske. Own the Night. 50 Milliliter. Aha. Oh, das klappe ich euch mal hoch. Dann seht ihr das nämlich auch direkt. Wer ist sie denn? Das ist ja, ne? Eine ordentliche Chica. Gut, was ist das? One Night Product. 3 Ways. Make-up Remover, Cleanser und Facial or Overnight Mask. Okay, also du kannst es entweder nehmen, um dann mit dein Make-up runterzunehmen oder einfach, um dein Gesicht zu reinigen. Ja gut, das passt ja zusammen. Facial ist dann Gesichtsbehandlung und Overnight Mask, dass du es drauf lässt, das finde ich natürlich super interessant. Ja, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ne? Ist hier ein bisschen, glaube ich, schief drauf gedruckt, aber schief ist ja modern. Und ja, wird mal sich genauer angeguckt und das ist sehr, sehr schwer. Fühlt sich recht hochwertig an, ne? Mit der Glasverpackung. Cool. Und bislang haben wir jetzt auch nicht so irgendwie super krasse Doppelungen oder sowas. Ne? Also das ist sehr, sehr ausgewogen. Mag ich sehr gerne und das gehört sich auch bei so einem teuren Adventskalender so. Ja, irgendwie müssen wir den Wert ja hochkriegen. Ne? Augustinus Bader ist natürlich am Start. War letztes Jahr in so vielen Adventskalendern drin. The Rich Cream habe ich schon mal verwendet, finde ich auch ganz gut. Mit TFC 8, 15 Milliliter sind hier drin. Also die ist wirklich super, super, super reichhaltig. Aber für Leute mit so einer trockenen Haut, wie ich sie habe, ist das wirklich gut. Und ich würde es mir aber niemals für den Preis kaufen. Ich glaube, 15 Milliliter kosten 82 Euro oder so. Nee. Aber wenn es im Adventskalender ist, benutze ich das. Eine Woche vor Heiligabend haben wir ein Produkt drin, über das ich mich tatsächlich sehr freue. Aber es ist ein bisschen schwierig, weil du natürlich nicht alle Hauttypen oder Hautnuancen damit abdeckst. Natasha Denona Bronze & Glow Bronze & Highlighting Powder ist natürlich richtig geil. Ne? 4 Gramm haben wir hier drin. Das ist Glow Extreme und Blush als Farbbezeichnung. Und ich finde es cool, muss ich gestehen. Ich würde den Blush tun, aber nicht als Blush verwenden, sondern als Bronzer. Hört sich, ist fancy. Warum heißt das Ding Blush? Man weiß es nicht. Ich habe das als Blush und Highlighter Quad. Da finde ich den Blush ein bisschen hell, den Highlighter aber ganz schön. Hier weiß ich noch nicht, aber ich kann es ja einfach mal swatchen. Dann seht ihr es auch. Ich werde es auch behalten. Ne? Und das finde ich auf jeden Fall cool, dass es mit dabei ist. Also für mich persönlich. Ich glaube nicht, dass alle dadurch Luftsprünge machen, weil es nicht jedem passen wird. Und der Highlighter könnte mir auch ein bisschen dunkel sein, muss ich jetzt ehrlich mal so sagen. Ne? Und der Bronzer ist wirklich ein bisschen rötlicher. Ja, also hier sehen wir tatsächlich auch Blush, Bronzer, Highlighter und Primer aus dem Adventskalender auf einem Handrücken. Ja, also ich finde es eigentlich ganz cool. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, die Nummer 18. Beim Cult Beauty Adventskalender ist immer ziemlich krass unterwegs. Da hauen die jetzt so richtig raus. Da habe ich einmal Astronomical Mascara Volume. Also eine Mascara haben wir hier drin. Da kannst du fast schon Fullface mit diesem Adventskalender zaubern, wa? Und ich weiß nicht, ich glaube, bei Redo ist halt auch so eine super beliebte Marke. Habe ich auch schon öfters mal gesehen. Das sieht sehr fancy aus. Grün. Geil. Wie so ein, weiß ich nicht, von einem Alien, irgendwie so ein Horn oder so. Free Sample, not for sale. Ouch, okay. Hat ein Gummibürstchen, riecht irgendwie interessant. Natürlich riecht das tatsächlich. Und hat nicht nur ein bananenförmiges Bürstchen, sondern die Spitze ist halt auch nochmal so ein kleiner Bitch vorne dran. Ne? Sieht interessant aus.
und verheißungsvoll. Dann ist hier auch noch Benefit vertreten mit dem Fluff Up Brow Wax. Und das ist auch in einer kleineren Größe mit 3 ml. Ich habe das in der Full Size hier. Ich finde es gut, aber nicht so gut wie den 24 Hours Brow Setter. Schaut einmal so aus, sehr fancy, ne? Mag ich auch gerne leiden. Schön edel. Aber wie gesagt, das ist halt wirklich für diejenigen, die auch ihre Augenbrauen etwas fluffiger handhaben wollen und dass sie nicht festgetackert werden. Dann habe ich hier noch ein Säckchen drin. Das fühlt sich nach einem Spiegelchen an. Ja, das ist ein Taschenspiegel, der aber sehr hochwertig sich anfühlt. Finde ich ehrlich gesagt richtig cool. Ist auch von Cult Beauty selbst und in dem Adventskalender-Design. Und ich habe euch auch, als ich mein Wimpernvideo gedreht habe, gesagt, dass solche Spiegel halt perfekt sind, um sich die Wimpern halt zu tuschen. Hier sind auch noch Folien drauf, aber geil. Also tatsächlich, über den freue ich mich, weil er sich so hochwertig und gut anfühlt. Und ich glaube, dass viele sich darüber auch freuen werden, den drin zu haben, weil das nicht so eine Billo-Geschichte ist. Vor allem dann auch noch mit so einem kleinen Säckchen dabei, ne? Das finde ich gut. Und dann habe ich noch zwei weitere Sachen hier drin. Einmal von Rhön. Eyes on Me, eine Eyeshadow-Palette. Filter, Polaroid, Selfie und Flash sind die Farben, die hier drin sind. Also es ist ein Quattro und von dieser Rhön-Marke hatten wir auch schon, ich glaube, letztes Jahr was in dem Cult Beauty Adventskalender oder war das in dem anderen? Weiß ich nicht. Ja, sieht wunderschön aus, ne? Ich glaube, das sind sogar alles Cremetöne. Ich hatte die, die ich aber drin hatte, auch irgendwann weitergegeben. Das heißt, die wird auch nicht bei mir bleiben. So gerne, wie viele diese Palette verwenden und so sehr, wie sie sie feiern, ich persönlich fand sie einfach zu wenig. Ich greife da einfach lieber zu meinen Natasha Denona Paletten zum Beispiel und bin da einfach glücklicher mit. Und ich glaube, dass ich hiermit auch jemanden glücklich mache. Ist eine schöne Farbkonstellation, weil das Ganze auch sehr harmonisch natürlich aussieht und auch für Alltagslooks gut geeignet ist. Deswegen macht es einfach Sinn. Und dann habe ich hier noch was von 1999 Precision Color Pencil Barner. Ja, die Marke kenne ich auch aus dem Cult Beauty Adventskalender schon. Vom letzten, vorletzten, wann auch immer, ja. Nee, das ist gar kein... das ist ein Kajal quasi in einem ganz dunklen Braun. Ja, auch ein Kajalstift ist immer irgendwie in solchen Adventskalendern drin. Der ist jetzt anspitzbar aus Holz. Ich persönlich verwende sowas halt nicht wirklich, deswegen wird der auch nicht hier bleiben. Aber das ist ja nicht schlimm, denn ich weiß ja, dass ich solche Produkte immer gut an andere Hände weitergeben kann. Aber ja, dadurch, dass wir halt 1, 2, 3, 4, 5 Produkte in einem Kläppchen drin haben, steigt der Preis natürlich enorm, ne? Der Wert. Auch in der Nummer 19 haben wir jetzt ein Produkt drin, was ich glaube ich letztes Jahr auch schon drin hatte, weiß ich nicht. Dr. Dennis Groß ist hier mal wieder mit seinen Alpha Beta Universal Daily Peel Geschichten am Start. Da sind 3 Anwendungen drin und das ist irgendwie auch mit AHA und dann hast du da 2 verschiedene Tücher. Das eine verwendest du zur Reinigung, das andere zur Pflege oder sowas, ne? Ja. Ja, ist mal wieder von einem Doktor und ist jetzt hier in der 19. Flasht mich persönlich jetzt nicht so, weil ich irgendwie da nicht so drauf abfahre. Holla die Waldfee, herzlich willkommen im 20er Bereich. Auch hier befinden sich wieder 2 Produkte in einem Kläppchen. Einmal habe ich hier Elemis am Start und zwar Frangipani Monoir Shower Cream, 50 ml. Also dürfen wir uns auch duschen. Finde ich nett. Und Elemis, ich weiß nicht, ich glaube Elemis gehört zusammen zu Cult Beauty. Und deswegen ist das irgendwie miteinander verbandelt. Ich glaube, die gehören zusammen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich meine nämlich auch, dass Cult Beauty mittlerweile zu The Hut Group gehört und in dem Sinne dann sogar zu Look Fantastic und zu Glossy Box gehört. Es ist irgendwie alles sehr verwirrend, ne? Nun, auf jeden Fall freue ich mich über die Möglichkeit zu duschen. Und dann habe ich was für die Haare und zwar richtig gut von Y. Scalp and Body Scrub würde ich persönlich für die Haare, also für die Kopfhaut verwenden, 30 Gramm. Denn ein gutes Kopfhautpeeling ja, findet man nicht allzu häufig auf dem Markt. Und dann freue ich mich drüber, wenn ich hier eins drin habe, was ich mal ausprobieren kann. Ne? Und Y ist auch eine gute Marke. Genauso wie auch dieses Produkt in der Nummer 21 von einer sehr guten Marke ist, und zwar Glow Recipe. Das ist das Plump Hyaluronic Cream Produkt, ein Dewy Moisturizer, der ja halt aufplumpen soll mit Polyglutamatiksäure, Hyaluronsäure und so. 20 ml sind hier drin. Ja. Kann man auf jeden Fall machen und normalerweise hat auch Glow Recipe richtig coole Verpackungen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was wir hier drin finden. Ach so, ja gut, ne? Das ist jetzt eher schlicht für Glow Recipe, aber trotzdem ist das ganz hübsch. Ja, auch das ist eine Marke, die wir jedes Jahr hier im Adventskalender drin haben und bin gespannt auf die Konsistenz, denn bislang waren die Konsistenzen von Glow Recipe immer recht leicht und eher gelig.
Die Nummer 22 enthält eine Conserving Beauty-Geschichte. Conserve Your Face Oil. Soll mich konservieren? Bin ich eine Mumie? Ich hoffe nicht. 30 Milliliter sind hier drin. Und wir hatten zwar schon eben ein Öl, was du ja von Kopf bis Fuß hättest verwenden können, aber das ist jetzt speziell aufs Gesicht und dementsprechend wird es dann wahrscheinlich auch etwas milder unterwegs sein. Hoffe ich jedenfalls mal. Ei, sieht das hübsch aus. Das mag ich gerne. Das ist mit so einer Pipette. Das sieht irgendwie fancy aus. Also ich freue mich ja immer, wenn man halt auch so coole Sachen irgendwie im Spiegelschrank stehen hat, dann verwendet man die Produkte auch viel, viel lieber. Und sowas kann man dann zum Beispiel auch mit einem Gua Sha Stein oder so einarbeiten, ne? Und das gibt dann ein Dewy Glow ins Gesicht. Das soll lightweight sein, antioxidativ und so. Schön. Hier haben wir in der Nummer, was ist das? 23, ein Tag vor Heiligabend, die Marke drin, die ich eben schon vermutet hatte, in den Händen zu halten. Und zwar Sunday Riley, das Good Jeans Glycolic Acid Treatment, 30 Milliliter. Glykolsäure ist dafür bekannt, so ein bisschen AHA-mäßig zu sein. Also Glykolsäure ist AHA-Säure, genau. Steht hier hinten auch drauf und da habe ich euch hier auch mal ein Video gedreht zu verschiedenen Säuren. Sunday Riley ist super, super hochpreisig und ich bin froh, dass wir hier auch quasi, das müsste eine Full-Size sein, ne, drin haben. Vorsichtig erstmal anfangen, aber ich glaube, dass das einem eine echt gute Freude bereiten wird. AHA oder Glykolsäure ist antifaltenmäßig, also Slow Aging. Feuchtigkeit spendend, soll die Falten auffüllen und alles ein bisschen geglätteter aussehen lassen. Oh, an Heiligabend dürfen wir baden gehen und zwar mit Werden Herbanum Bath Oil, 55 Milliliter. Ich habe keine Ahnung, was sowas kostet, aber ich kann mir vorstellen, dass das dann quasi für eine Wanne reicht, ne? Und dass man sich dann wie eine Göttin oder ein Gott fühlt, wenn man aus dieser Wanne eben steigt und alles ist so schön genährt und gepflegt. Finde ich gut, mag ich gerne leiden und werde ich vielleicht sogar dieses Jahr auch dann vor Heiligabend oder vor Weihnachten anwenden. Die Nummer 25 steht ganz unter dem Motto, nicht kleckern, sondern klotzen. Also das ist wirklich krass. Der Cult Beauty Adventskalender ist halt immer hart. Ne? Die haben halt so viele Produkte in einem Kläppchen. Zuallererst habe ich hier von Voteri Super Sensitive Cleansing Cream, 100 Milliliter mit Chia und Haferextrakt. Also ein Cleansing-Produkt, was man dann als zweiten Schritt vom Double Cleansing zum Beispiel verwenden kann. Super Sensitive finde ich sehr positiv. Hatten wir schon Cleanser? Ja, hier von Paula's Choice, aber ansonsten ist es halt der zweite und der ist halt richtig schön groß. Dann habe ich hier auch was von Cult Beauty selber drin wieder. Da bin ich gespannt, ob ich die Preise dazu halt irgendwie rausfinde. Ansonsten schätze ich die ja wie bei dem Spiegel dann ja auch. Ne? Als erstes haben wir hier eine Schlafmaske. Ja, das ist wimpernschonend, das ist halt auch richtig cool Richtung Feiertage gedacht, weil viele verreisen über Heiligabend oder über Weihnachten zur Familie. Vielleicht ist man dann in einem Zimmer, wo nicht unbedingt dann Rollläden sind oder so und dann... Ich muss eben einen Schluck trinken. Freut man sich über eine Schlafmaske, sodass man halt auch ordentlich schlafen kann. Aber nicht nur das ist hier drin, sondern das feiere ich persönlich extrem. Ich hoffe, dass es auch über mein Kissen passt, aber ich glaube schon, weil das ist echt schön groß, ne? Das finde ich so abnormal cool, denn sowas ist halt auch wirklich für die Haare super angenehm. Nun, das ist in dem kleinen Säckchen von Cult Beauty drin. Und dann gibt es hier aber noch weitere Produkte. Und zwar von Fable & Mane, ein Haaröl. Bevor du deine Haare wäschst, sollst du es reinmachen. 14,4 Milliliter sind hier drin enthalten. The Ritual. Mhm. Das steht hier hinten noch ein bisschen mehr zu beschrieben. Oh, du sollst es sogar in deine Wurzeln einarbeiten, 5 Minuten, lässt es mindestens drin oder über Nacht und dann kannst du es ausspülen und sollst wundervolle Haare davon bekommen, finde ich interessant. Dann habe ich hier von Biosens ein Squalan und Marine eine Augencreme, richtig geil, eine Marienalgencreme, 15 Milliliter, das finde ich toll. Also das passt auch wirklich, wir hatten noch gar keinen. Doch, wir hatten eine Augencreme von Medicaid, okay, aber trotzdem, dann haben wir hier eine zweite drin, finde ich einfach spannend. Augencremes sind einfach so essentiell, finde ich persönlich, ne? Und das schaut einmal so aus, ist ein Glastiegel, sieht wunderschön aus und sehr hochwertig auch. Holla die Waldfee. Dann habe ich hier noch von Ren Clean Skincare ein Bioretinoid, ein Jugendlichkeitsserum mit 30 Millilitern. Ja, wir sind wieder bei Retinol. Wir hatten ja eben schon als Augenprodukt ein Retinolprodukt drin und jetzt als Gesichtsserum. Finde ich auch richtig gut. Wie gesagt, ich liebe Retinol. Das ist der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin und den haben wir hier in einem Glaspumper. Finde ich gut. Aber auch an Retinol sollte man sich vorsichtig rantasten. Erstmal so einmal, zweimal pro Woche verwenden, ne? Und dann immer so gucken. Und abends auf jeden Fall verwenden. So, und dann habe ich hier das letzte drin. Von Dieu.
Forever Eye Mask, Eye Reviver. Hier sind zwei Stück drin. In einem metallenen Döschen. Oh. Und das sind die Augenpads, die dann sehr wahrscheinlich auch wiederverwendbar sein werden. Das kannst du zusammen mit einem Augenserum zum Beispiel super anwenden, denn Maxim hat ja auch zum Beispiel diese wiederverwendbaren Augenpads in seinem Shop. Und ja, hier haben wir auch welche drin. Ich weiß nicht, bis zu wie viel Anwendung man das hier machen kann. Bis sie halt Uppe sind, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Aber das finde ich sehr nachhaltig und sehr, sehr gut. Also es ist halt immer so, dass du bei diesem Adventskalender gefühlt jeden Tag einen Wow-Effekt bekommst und dass jeder hier auch Produkte drin findet, die man verwenden möchte. Das finde ich halt an dem Cult Beauty Adventskalender wirklich gut gemacht, denn du hast hier extrem viele Produkte drin. Teilweise die Produkte, die Kläppchen mit 5 Sachen befüllt oder so, ne? Richtig, richtig heftig. Und dekorative Kosmetik, Pflege, alles mit dabei, ne? Also ich finde den sehr, 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 sehr geil. Deswegen habe ich ihn auch dieses Jahr wieder bestellt, um ihn euch zu zeigen. Ich bin auch sehr glücklich, dass er noch verfügbar ist und ihr findet den Link dazu in der Infobox, wenn ihr mögt. Und wenn ihr das Geld über habt und Bock auf die Produkte habt, gönnt euch den hart. Der ist nämlich echt geil. Aber der Preis ist halt auch echt hart, ne? Nun, ich werde mich über sehr viele Produkte hier auch erfreuen können, denn es sind auch durchaus sehr sinnvolle Produkte mit dabei. Wie gesagt, ein bisschen schwierig mit dem Blush, der ein bisschen hell ist, und auch mit dem Bronzer und dem Highlighter. Das ist immer eine schwierige Sache. Wenn es einem aber passt vom Teint her, dann freut man sich natürlich drüber. Ist wie es ist. Ich finde es auch geil, dass sie hier nicht irgendwie 5 Lippenprodukte reinknallen oder so, sondern sagen, okay, eins reicht. Und jetzt nicht in einer außergewöhnlichen Farbe, sondern in einer tragbaren Farbe. Ansonsten auch bei den Beauty-Produkten wurden weitestgehend Produkte mit reingepackt, die jedem Hauttypen und jedem Haartypen auch passen können. Also da ist jetzt nicht irgendwie was für extra blond koloriertes Haar oder extra unreine Haut mit dabei. Das ist schon sehr gut durchdacht. Aber schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren, wie ihr den dieses Jahr findet. Ich feiere den so hart, aber 265 Euro, das tut schon weh, ne? Ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.